Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch das Wintersportgeschäft öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr auch schon die Tüte sehen und ja, die Tüte ist schon ziemlich groß. Aber das hier ist das Wintersportgeschäft und es hat die Nummer 6570 und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal auf. Hier ist auch schon meine Schere. Können wir das doch gleich mal aufschneiden und auch die ganzen Sachen rausholen, damit ihr das alles etwas besser sehen könnt. Also als erstes gibt es dann hier so eine Tüte mit der Anleitung drin. Dann gibt es noch so eine kleinere Tüte und guck mal, da ist auch schon die Mütze. Wow, wie toll. Dann gibt es hier noch einige Kleinigkeiten. Ich glaube, da sind so Snowboards und Skier und noch so eine gelbe Mütze. Wow, wie schön. Dann gibt es hier auch noch so eine Tüte mit einigen Kleinigkeiten. Und ja, hier in diesem Set gibt es richtig viele Tüten. Es gibt dann so eine etwas größere. Da sind dann auch die ganzen Regale und so. Und Wände. Jetzt noch die letzte Tüte. Da ist so ein Doppelschlitten. Also da können irgendwie zwei Personen sitzen, glaube ich. Und dann gibt es da auch noch so eine grüne, kleinere Mütze. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die ganzen einzelnen Tüten auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe jetzt die ganzen Tüten aufgemacht und die ganzen Sachen rausgeholt und auch schon mal alles sortiert, damit es einfach einfacher wird beim Aufbauen. Und als erstes beginnen wir dann mit dieser Wand hier. Da müssen wir jetzt erstmal dieses grüne Teil hier reinschieben. So, und dann müssen wir auch noch diese grauen Teile da reinschieben. Also das eine Teil kann vielleicht hier hinkommen und das andere Teil kann hier hinkommen. Huch. So rum. Dann kann man da sehr gut die ganzen ja, kleineren Sachen oder so reinmachen. Und ja, als nächstes ist dann das Schild an der Reihe. Also da müssen wir einfach nur diesen Sticker draufkleben. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt aber mal schnell. Tada, so sieht das jetzt aus. Also da kann man auch Skier, ein Helm, ein Snowboard und noch Skistöcke sehen. Also man sieht auf jeden Fall, dass es ein Wintersportgeschäft ist. Und jetzt müssen wir auch noch zwei gelbe Teile hier reinmachen. Dafür benötige ich dann dieses Teil hier. Und ich mache das jetzt mal. Ja, jetzt könnt ihr es so sehen. Und als nächstes ist dann die Kasse an der Reihe. Dann schiebe ich erstmal dieses graue Teil hier rein. Dann, so sieht es dann aus. Und dann gibt es hier auch noch sehr viele kleinere Sticker, die klebe ich hier jetzt einfach mal drauf. Ja, die Kasse ist jetzt fertig, also da sind jetzt die ganzen Sticker drauf. Und hier von hinten sieht man auch noch den Preis. Und außerdem gibt es dann auch hier drin noch einen Sticker, also das ganze Geld. Außerdem habe ich dann auch noch hier diesen Sticker aufgeklebt, also da steht halt einfach, dass irgendetwas 10 Euro kosten soll. Und ich glaube, das kommt dann hier dran. Also hier gibt es so eine Box und dann muss dieses Schild hier dran kommen. Und dann sieht man auch ganz genau, dass das dann 10 Euro kostet. Außerdem gibt es dann auch noch solche Helme. Also das sind jetzt so Skihelme für Erwachsene und hier sind auch noch Helme für Kinder. Und dann gibt es auch noch solche Brillen und diese Brillen muss ich dann
auf die Helme eben dann drauf machen. So, und jetzt auch noch hier einfach so rein. Und schon ist es drin. Also dieser Helm ist blau und hat so eine graue Skibrille. Und dieser Helm ist weiß und hat auch noch so eine weiße Skibrille. Und diese Kinderhelme, die kriegen einfach so eine blaue Skibrille. Hier. Und auch noch hier. So. Dann gibt es natürlich auch noch so einen großen Schlitten. Da können, glaube ich, 2 Personen reinpassen. Und dazu gibt es natürlich auch noch so eine kleine Schnur. Also das wird dann die Leine sein und da muss ich jetzt erstmal einen Knoten dran binden. Aber es gibt auch noch so einen kleineren roten Schlitten und der wird jetzt auch noch so eine Leine kriegen. Ja, die Schlitten sind jetzt auch fertig. Und als nächstes ist dann dieser kleine Tisch an der Reihe. Da muss ich einfach nur diese grüne Platte drauf tun und schon ist er fertig. Und dann gibt es auch noch so einen Rucksack und ich finde ihn richtig cool. Das ist so ein richtig großer Rucksack, also für erwachsene Personen. Und ja, also solche Rucksäcke kriegt man eigentlich nicht so oft. Und so sieht er dann aus. Also ich finde, der sieht richtig toll aus. Und dann gibt es auch noch sehr, sehr, sehr viele Skistöcke. Es sind so viele Skistöcke. Und die bekommen jetzt alle so ein ja, schwarzes Teil oder so. Also ich glaube, das kommt einfach nur an die Skistöcke, damit die Playmobil-Figuren ihre Hände dadurch machen können. Ja, also diese ganzen Skistöcke haben jetzt diese schwarzen Teile bekommen. Und als nächstes ist dann dieses blaue Teil an der Reihe. Also da werden jetzt die ganzen Skier reinkommen. Die kann man dann hier so zusammenbauen. Und dann kann man sich einfach so 2 Skistöcke nehmen und hier drüber ziehen. Und dann fallen die Skier auch nicht mehr auseinander. Und die kann man dann einfach super hier reinschieben. Tada! Das sieht doch richtig toll aus, oder? Ja, und genau das mache ich jetzt mit den restlichen Skiern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wow, das sieht doch richtig cool aus, oder? Also hier sind jetzt die ganzen Snowboards drin und hier sind die Skier. Und hier hinten könnt ihr auch die ganzen Skistöcke sehen. Also ich finde, das sieht richtig toll aus. Ja, ich habe das alles jetzt noch eingerichtet. Und ja, hier könnt ihr schon mal die ganzen Sachen sehen. Also hier ganz vorne könnt ihr die Kasse sehen und natürlich den Tisch. Dann gibt es hier auch noch so 2 Skistöcke. Hier gibt es auch noch Hockeyschläge, also 2 für Erwachsene und 2 für ein Kind und solche ja, Hockeybälle oder so. Dann gibt es hier noch so einen kleineren Tisch. Da ist jetzt auch der Rucksack für Erwachsene. Und in dieser Box hier könnt ihr auch die ganzen Handschuhe sehen. Also gibt es auf jeden Fall grüne Handschuhe und lila Handschuhe für Kinder. Und blaue und rosane Handschuhe für Erwachsene. Und hier hinten sind dann die ganzen Snowboards und hier sind die Skier. Und in diesen Regalen sind dann die ganzen Helme und Mützen. Und hier unten sind dann die Schlittschuhe. Also links sind dann so ja, graue Schlittschuhe und rechts so goldene. Und ich finde, in diesem Set kriegt man eigentlich richtig viele Sachen so mit dabei. Also das ist echt toll, weil da hat man wirklich alles, was man so im Winter braucht. Und ja, also ich finde dieses Set richtig toll.
Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich finde dieses Wintersportgeschäft so schön. Und ja, da gibt's so viele tolle Wintersachen. Vor allem die Handschuhe und die Mützen, die sind auch richtig toll. Und ja, ich habe jetzt so arg Lust, Skifahren zu gehen. Aber wenn euch das Video und wenn euch auch das Set gefallen haben, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!